Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Dyson Sphere Program. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, und wie du vielleicht sehen kannst, mein modulares System hier, ich hatte ja gesagt, ich arbeite das ein bisschen weiter aus, damit wir hier, damit das besser passt. Und das habe ich gemacht und dann sieht das so aus. Einfach mal jetzt noch mehr Zahnraddinger hier zum Bauen. Die stauen sich gerade, weil hier hinten bei den Motoren was fehlt. Wir gucken mal kurz. Ah ja, die Donuts fehlen wieder. Entschuldigung, ich wollte ja die richtigen Namen sagen. Magnetic Coils. Das wäre also eine Baustelle, auf die wir dann auch nochmal gehen müssten. Aber dafür arbeiten jetzt hier umso mehr Motorenfabriken. Und das Ganze ist natürlich noch weiter erweiterbar. Warum fehlen denn die Coils hier überhaupt? Achso, und das kann ich auch noch kurz zeigen. Wir hatten ja hier, ne, als erste Inserterstation das hier gebaut. Und da habe ich jetzt das Förderband mal durch ein schnelles ersetzt. Das heißt, ich würde jetzt gerne auch mal dahin Förderbänder und so weiter, auch mal die schnellen zu bauen. Da würde ich dann hier auch nochmal so eine kleine Fertigung in irgendeine Ecke stellen, wo wir die mal ganz schnell dahin basteln. Und irgendwie läuft die Forschung sehr langsam. Aber jetzt schauen wir mal erstmal, was mit den Coils los war. Da hatten wir ja auch schon mal umgebaut. Und die werden hier hergestellt. Und wenn die Forschung nicht läuft, dann kommen überschüssige Coils hier an. Und die Maschinen hier laufen nicht okay. Die hier hinten läuft nicht, weil hier kein Kupfer ankommt. Und kein Kupfer kommt hier nicht an, weil möglicherweise hier das Kupfer schon wieder zur Neige geht. Eieieiei. Ja, das Kupfer geht zur Neige. Das heißt, wir müssten hier auch nochmal eine neue Kupfermine erschließen. Ich hätte eigentlich Stein und Bein schwören können, dass wir schon gemacht haben, aber es war dann doch wohl eher hier die Eisengeschichte. So, das heißt, wir gucken mal kurz, haben wir hier eine Kupfermine in erreichbarer Nähe? Kohle, Eisen, also Eisenminen haben wir jede Menge. Da ist eine Kupfermine, aber nur 248.000, die lohnt ja kaum. Da ist noch eine 275.000, die könnten wir hier rüberholen oder wir könnten das mit einem Förderturm machen. Dann haben wir sofort Kupfer im System auch und können dann vielleicht das Kupfer als weitere, obwohl hier staut es sich. Na gut, wenn es sich jetzt staut, dann laufen die Maschinen ja auch wieder. Na, wir schauen mal. Erstmal schauen wir, warum die Forschung so langsam geht. Hier kommen nur ganz langsam gelbe Klötzchen raus und die ganzen Fabriken sind leer. Was ist hier denn los? Okay. Hier geht's teilweise weiter. Titanium. Titanium holen wir ja vom Planeten. Oh. Nur 300 im Transfer. Oh, Titanium ist leer. Ich habe auch so eine grobe Idee, woran das liegt. Ja, da müssen wir nochmal zum Planeten hinfliegen. Und da würde es wahrscheinlich wirklich Sinn machen, dass wir vorher mal kurz folgende Geschichte machen. Achso, das haben wir ja auch noch hier. Oh. Vielleicht sollten wir das auch auf dem Planeten abbauen. Silikon. Damit wir 400. Das ist echt langsam hier, wie dieser Boden erstellt wird. Damit wir das nicht immer teuer mit teuer Strom aus den Steinen malen müssen. Das ist nämlich ziemlich, nicht gut. So, hier fehlen immer noch die schnellen Motoren, aber es hat sich schon gebessert. Aber ich nehme an, dass wir das alles noch viel weiter ausbauen müssen. Ich würde gerne Folgendes machen. Ich würde gerne die Förderband-Geschichte erweitern. Auch da brauchen wir die schnellen Motoren für. Also wir brauchen auf jeden Fall mehr Coils. Hier fördern wir Glas rein. Ja, ich überlege gerade, ob wir die Coil-Fertigung dann einfach hier hinten verlängern. Indem wir dann hier Kupfer zuführen. Also das wäre dann wie folgt. Wir hätten dann hier, lass uns erstmal ein paar Förderbänder mitnehmen. So.
Schnelle. Wir nehmen auch noch mal ein paar Motoren. Ah, wir haben wahrscheinlich keine. Wie gesagt, wir nehmen noch ein paar Motoren mit, wenn wir zum Planeten fliegen. Die werden ja hier alle... Na gut, nehmen wir den mal raus. Die werden ansonsten wahrscheinlich alle gebraucht. So, dann stellen wir die schon mal her. Dann haben wir das haben wir dabei. Kupferplatten sollten wir auch immer in der Tasche haben, wenn wir mal aus Not irgendwas aus Kupfer bauen müssen. Wobei auf dem meisten Planeten auch Kupfer drauf ist. Dann machen wir mal hier nochmal so ein paar Bergbaudinger. Und da brauchen wir wieder die Coils für. Siehst du, so schnell geht das. Ja, dann würde jetzt die Forschung nicht weitergehen, wenn wir das nicht gemerkt hätten. So, die brauchen wir. Wie war denn das mit der Stromversorgung auf dem... Wir könnten eigentlich die Solarzellen da oben auf dem Planeten aufstellen, ne? Wie war denn das? Das war Aschere 1. Nee, Wind war da so gut. Aber Solarenergie geht auch. 111%. Kupfer hat er ohne Ende. Wir können auch da oben das Kupfer abbauen, ne? Aber wir sollten dann... Ja, mal schauen. Er hat aber kein Silikon. Ah, ärgerlich. Aber Titanium hat er noch. Und das könnte man übrigens sehen, wenn wir jetzt hier nachschauen in Statistiken und uns dann angucken. Production und Consumption. Es wird nichts produziert. Das heißt, wir haben eine maximale Geschwindigkeit von 120 pro Minute und die kommen hier unten nicht an. Also werden wahrscheinlich irgendwo langsame Förderbänder dazwischen hängen. Hier haben wir nochmal ein bisschen Energieversorgung. Das sollte also gehen. Was ist denn auf dem Planeten noch drauf, was wir eventuell abbauen könnten, außer Kupfer? Ozean. Kohle lohnt nicht. Stein ohne Ende. Titanium. Und Kupfer. Ja, also Kupfer rüberkarren, ehrlich. Mit welcher Rate wird denn Kupfer geschmolzen? Wir gucken mal kurz. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Wo warst du? Mein lieber Freund und Kupferstecher. Die Rate ist 1 zu 1. Das heißt, wir können das Kupfererz auch wenden. Könnten wir rohes Erz hier rüber transportieren. Aber wir haben ja noch Minen. Andererseits, wenn wir schon mal dabei sind, dann bauen wir mal hier noch ein paar Fabriken. Ah, und dafür brauchen wir auch die Ringe. Also Keulfabrik, Magnetringfabrik bauen wir aus. Aber erstmal brauchen wir Kupfer. Wenn wir von dem Planeten eh nichts runterkriegen, können wir doch Kupfer abbauen. So, Kupferminen. Kupferumwandeldings. Wollen wir den schmelzen da oben? Wir bauen mal, wir gucken mal, wie weit wir dann sonst kommen. Und dann können wir demnächst auch die Dinger... Oh Gott, ich freue mich schon. Eieiei. So, hier können wir noch mal ein bisschen Boden mit abbauen. Wir haben Treibstoff an Bord. Lager haben wir dabei. Wir haben schnelle Förderbänder. Die haben wir auch. Die langsamen, die mittelschnellen. Damit sollten wir eigentlich eine ganze Menge schaffen können. Tja, und ihr seht es hier, ne? 300 im Transfer, das ist zu wenig. Das heißt, wir machen uns auf den Weg Richtung Aschere 1. Ja, so geht das in diesem Spiel, ne? Da ist nicht immer das, was man machen wollte, sondern manchmal... setzt einem das Spiel dann andere Aufgaben vor. So, da hinten müssen wir hin. Richtung Sonne. Die wird ja dann noch unser Freund demnächst. Ja, wir haben gerade einen blöden Umlauf erwischt. Also der Planet ist ziemlich weit weg. Ah, geht, ne? Ja, und das hier ist unser kleines Sonnensystem, welches dann demnächst werden wir dann vielleicht dann noch ein paar andere Sachen anstellen. Mal schauen. Jetzt wollen wir erstmal gucken, was hier los ist. Und ich glaube, ich weiß auch, was los ist.
Wir hatten nämlich damals hier diese riesen Lager gebaut, ihr erinnert euch, und da war in dem einen das rohe Erz. Und dann haben wir aus den Lagern mit einem langsamen kleinen Förderer, glaube ich, haben wir das in den Versandturm gepackt. Eine außerordentlich doofe Idee, weil das natürlich mit einem langsamen Förderband viel zu langsam ist. So, dann einmal hier reingesammelt. Dann schauen wir mal, wo wir hin müssen. Da habe ich ja so eine schöne Markierung. Eisen hätten wir ja auch nochmal. Aber Energie sieht jetzt gut aus. Ich hätte vielleicht noch ein paar Fähren mitnehmen sollen. Hier sind ja nur zwei Stück drin. Kann ich da zufällig eine bauen? Und gucken wir mal. Natürlich nicht. Ach, ärgerlich. Muss da vielleicht nochmal hier hin. So, wo liegt das Problem? Ihr seht es schon. Aha. Eieieiei. Warten Sie mal kurz. Das werden wir jetzt mal anders lösen. Hier erstmal, das kommt weg. Und dann machen wir mal hier das Schnellere dahin. Und zwar... So. Und dann einmal hier raus, einmal da raus. Und dann müssen wir natürlich auch das schnellere Einladen machen. Na? Ah, dann machen wir mal die alten weg. So. Ja, also wir können die gesamte Produktion eigentlich ausbauen, weil das ist natürlich dann nochmal viel schneller. Dann sollten wir vielleicht auch da die schnellen Förderbänder einsetzen. Und eigentlich könnten wir das Förderband auch direkt durchlaufen lassen. Wir brauchen gar nicht das Zwischenlagerspeicher. Wenn man mal ganz genau es nimmt. Das gibt da mit dem dann auch keinen Sinn. Aber so sehen wir auf jeden Fall, unser interplanetarer Transport von diesen Ressourcen funktioniert auf jeden Fall schon mal. Aber das ist natürlich hier, das ist ja Killefit hier. Das müssen wir mal anders machen. Also das hier machen wir erstmal. Ich würde sagen, wir verarbeiten dann die Sachen hier aus dem Lager auch erstmal raus. Ja, das muss sich auf jeden Fall mehr lohnen hier. Also wir machen Folgendes. Wir machen hier ein schnelles Förderband, was hier drauf mit hier drauf liefert. Und das kommt weg. Und dann machen wir das zum Beispiel so. Und das Lager hier soll sich natürlich auch leeren. Das wollen wir demnächst weg haben. Das heißt, wir packen das mal raus und machen nur noch einen Rausförderer hier hin. So, und dann bauen wir ich hätte auch kopieren können, ich weiß. So. Jetzt hätten wir besser doch ein paar mehr mitgenommen. Nein! Oh Mann! Es war ja klar. Es war klar wie Kloßbrühe. Das geht auch nicht. Da muss man nicht aufpassen, ne, dass man damit nicht den ganzen Turm abreißt. Das wäre unfortunate. So, den da rein.
Ist noch verbunden, sehr gut. Ja, das heißt, wir bräuchten jetzt doch irgendwo eine kleine Kupfermine. So war das eigentlich nicht geplant, wenn ich ehrlich bin. Kupfer. Ja, wir brauchen eben ein bisschen Kupfer, um die Kolz herzustellen. Ach komm, sollen wir das exportieren, wenn wir schon mal hier sind? Ja, oder? Ich habe halt nur Sorge, dass mir das die ganzen Transporte vollstopft. Was denkst du? Ich denke, wir machen's. Sonst haben wir auf dem Planeten ja ohnehin nicht so viel zu holen. So. Da ist die nächste Mine. Ja, und verarbeiten, wie gesagt, das lohnt. Man könnte hier oben auch seine Sachen verarbeiten. Wenn wir aus irgendeinem Grunde hier jetzt Sachen hätten, die... Wenn wir die Rohmaterialien hier haben und wir hätten Sachen, die sehr viel Strom erzeugen. Also es gibt ja zum Beispiel dann auch Planeten, auf denen es dann nochmal wieder Erdölvorkommen gibt, hoffe ich mal. Ansonsten wäre das auch unfortunate. Ach, jetzt haben wir nicht genug von den schnelleren Förderbändern dabei, ne? So, und von den Dingern wollen wir auch noch welche bauen. So, die Förderbänder schaffen 6 pro Sekunde. Und die schafft 216 pro Minute. Also eigentlich sollte das Förderband reichen dafür. Das Normale meine ich. Aber wie gesagt, ich will ja auch nicht die ganzen Frachtschiffe jetzt mit dem Erz hier verstopfen. Wäre jetzt nicht so mein Begehr. Dann eigentlich lieber schon umgebaute Teile, wenn ich ehrlich bin. So. Das ist das. Und jetzt hier die Nummer. So, damit wir unser kleines Problem mit dem Titaniumerz lösen. Oder Titanerz. Was auch immer dir lieber ist. So. Gucken, hier ging ja auch noch mehr, ne? Gut, hier kommen jetzt die Sachen aus dem Lager raus. Aber hier sind ja auch nur die beiden Fabriken dran.
Auf jeden Fall sollten wir damit das Problem gelöst haben, dass wir da unten zu wenig Titan haben. Warum war 5000? So. Wir sind immer noch am Bauen da hinten, die Jungs. Ach, jetzt habe ich das Rezept nicht kopiert. Ah. So. Den raus okay. So, gucken wir jetzt mal auf die Produktionskurven. Da stellen wir fest, das ist dann doch deutlich angestiegen. Da sehen wir jetzt Consumption ist etwas höher noch. Dadurch, dass wir das aus dem Lager gerade noch rausziehen. Was ist denn hier los? Da müssen wir nochmal nachhelfen. So. Und dann natürlich den hier auch. Menno! So. Das ist nicht schnell genug, ne? Na krass, dass das aus einer Mine so schnell ist. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber gut. So. Jetzt aber. Gut, das sollte sich jetzt langsam aufbauen. Dann aber den. Der bedient den. Dann können wir noch eine Mine hier setzen. Da ist natürlich vielleicht auch dieses Vorkommen dann bald schon zu Ende, aber auf diesem Planeten ist ja wirklich reichlich davon. So. Okay, haben wir wieder in der ersten Folge in dem neuen Aufnahmetag heute, aber wieder ganz schön überzogen. Ja, das wird sich schon auffüllen. Aber hier fehlt noch das Förderband. So, jetzt haben wir es aber. Und damit wird jetzt Kupfer geliefert und deutlich mehr Titanium. Sollte passen. Das Kupfer ist natürlich auch nur so ein, wenn wir ganz ehrlich sind, auch so ein Tropfen am heißen Stein mit den langsamen Förderbändern, ne? Das heißt, in der nächsten Folge würde ich gerne mit euch die schnelleren Förderbänder automatisch bauen, weil wir die auch immer brauchen.
Und ja, ich werde jetzt hier noch mal ein bisschen rumlaufen, gucken, ob wir noch ein bisschen Erde mitnehmen können. Landgewinnung sozusagen, damit wir ne, das, die Erde, die wir auf diesem Planeten sammeln, unten wieder verwenden können. Und fliegt dann zurück. Euch vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!